Ja, der Lockdown macht dick. Ich esse viel mehr als sonst. Ich nasche viel mehr. Ich tue mir was Gutes, indem ich was esse oder auch das Glas Wein trinke oder ein Likörchen. Ich habe im Lockdown so stark zugenommen. Ja, das sind so Sachen, die habe ich schon im ersten Lockdown viel gelesen und gehört, und lese ich auch jetzt wieder. Ja, und auch bei mir ist natürlich so, die Gefahr, dadurch, dass man jetzt so gut wie nichts mehr machen kann, dass man eigentlich keine tollen Freizeitbeschäftigungen, nichts mehr hat. Das macht natürlich schon so ein bisschen anfällig dazu, jetzt noch öfter mal zu naschen. Gerade auch jetzt so in der Jahreszeit, es ist noch kalt draußen, jetzt liegt der ganze Schnee, man kommt kaum von A nach B. Ja, und da ist natürlich die Frage, klappt es überhaupt, dass man im Lockdown nicht zunimmt oder vielleicht sogar noch abnimmt? Und ja, es klappt. Und ich möchte euch in diesem Video mal so meine Strategien verraten, die ich anwende, damit ich trotz Lockdown und auch trotz der Depressionen, die ja bei mir auch noch dazu kommen, weiterhin schaffe, wieder abzunehmen. Nicht immer viel, es gibt auch mal eine Woche, da stagniert es oder was auch immer. Aber es klappt und zumindest habe ich im Lockdown nicht zugenommen, sondern es geht nach unten. Ja, und das verrate ich euch jetzt, wie das so bei mir dann aussieht. Der strukturierte Tagesablauf ist somit das Wichtigste. Mein Vorteil ist mit Sicherheit, dass ich auch unabhängig von Corona quasi Homeoffice gemacht habe. Also meine Selbstständigkeit spielt sich vorwiegend ja vor meinem Laptop oder vor dem Smartphone, was auch immer ab. Natürlich fehlen mir die Events, das Treffen auch mit Kunden und so weiter, was man sonst so gemacht hat. Aber der Alltag an sich war schon immer so, dass ich vieles von zu Hause eben vom Computer erledigt habe und daher meinen Ablauf hatte. So, und ich mache es wirklich so, ich stehe mit meinem Mann zusammen ganz früh auf. Dann, wenn er dann aus dem Haus geht, mache ich erst meinen Sport. Das heißt, ich stelle mich hier auf den Stepper, gucke dabei vielleicht irgendein YouTube-Video oder höre Musik. Vielleicht nehme ich auch mal Zumba, je nachdem, wie mir die Laune ist. Wobei ich im Moment so diese tolle Musik nicht so ab kann. Irgendwie erinnert mich das an unbeschwerte Urlaubsstunden. Das tut mir im Moment einfach nicht gut. Also lasse ich das. Ich gucke dann interessante Dokus, vorwiegend auch wirklich was zum Thema Abnehmen oder Ernährung. Dabei mache ich dann meinen Stepper und schließe dann noch eine Runde Hula-Hop an, was ich ja jetzt so langsam auch mal schaffe, dass der Reifen wirklich oben bleibt. So, danach geht es dann wirklich schön unter die Dusche, sodass ich frisch bin, und dann geht es direkt ans Laptop, die ersten Business-Mails und sowas machen. Bis zu circa 9, dann mache ich mein Frühstück, ein gesundes Frühstück. Dann mache ich eben weiter mit meinem Turn, was alles so anliegt. Wenn dann mal nichts ist, weil ja auch gerade in unserer Reisebereichsbranche, wo wir jetzt ja auch tätig sind, nicht so viel gemacht wird im Moment logischerweise. Und es ist mal ein Leerlauf, dann versuche ich das irgendwie anders zu kompensieren. Manchmal lege ich sogar noch eine zweite Stunde Sport ein. Also von daher, ne, mittags einen kleinen Snack. Ja, und nachmittags gönne ich mir auch eine Kleinigkeit. Was das mit dem Essen alles so genau ist und was ich da versuche, das kommt dann gleich im nächsten Teil. Aber hier geht es jetzt erstmal, wie gesagt, die Struktur zu schaffen. Also auch bestimmte Zeiten, wo ich mir mein Essen so ein bisschen einplane. Das kann variieren, weil wenn ich jetzt sage, ich esse dann immer um 1 und ich habe gerade um 1 keinen Hunger oder ich habe schon um 12 Hunger, mache ich das natürlich auch, aber dass man so ein bisschen Struktur hat und nicht so, oh, ich esse jetzt um 10 einen Snack und um 11:30 nochmal wieder und um 2 noch was. Nee, da habe ich schon so ein bisschen Struktur drin. Ja, und abends gibt es dann die Hauptmahlzeit, weil mein Mann dann nach Hause kommt und wir zusammen essen. Ja, und das ist dann natürlich eben in der Woche auch entsprechend der Ernährungsumstellung bzw. der gesunden Ernährung angepasst. Ja, und das ist so wirklich so was, wo ich versuche, den Tagesablauf, den Alltag so strukturiert wie möglich zu haben. Das ist ja auch für viele, die im Homeoffice sind, so das Problem, dass die sagen, ich gehe dann ganz oft zum Naschschrank oder die Kinder sind ja auch zu Hause, die naschen mal was und dann brauche ich Nervennahrung und so weiter. Da habe ich es mit Sicherheit einfacher, das will ich gar nicht abstreiten, als jetzt eine Mami, die ihre Kinder noch zu Hause hat, oder als jemand, der sonst es gewohnt ist, einen ganz anderen Tagesablauf im Büro oder sonst wo zu haben. Nichtsdestotrotz versucht einfach, wenn ihr selber so betroffen seid, da eine gewisse Struktur reinzubringen und die auch eben einzuhalten. Ja, Bewegung im Alltag auf jeden Fall mit einplanen. Wie ich gerade schon erzählt habe, morgens ist so meine feste Einheit Sport. Da raffe ich mich auch eigentlich wirklich jeden Morgen zu auf, auch wenn es nicht immer so leicht fällt. Ja, und dann ist es eben so, auch da habe ich sicher den Vorteil, dass ich durch das Homeoffice schon immer da überlegt habe, wie kann ich mich über Tag einfach im Alltag mehr bewegen, wenn ich eigentlich vorwiegend hier vorm Laptop sitze. So, und ich habe dazu ja auch hier ein
Video noch, das verlinke ich euch dann auch nochmal so über Bewegung im Alltag, was ich da so alles für Ideen immer einbringe und wie ich das mache. So zum Beispiel trage ich, wenn ich jetzt irgendwas nach oben in unser Obergeschoss tragen muss, und das sind zwei, drei Sachen, die trage ich wirklich einzeln, auch wenn ich die zusammentragen könnte. Somit habe ich dann einfach schon mal mehr Treppenlauf, so, oder ich nehme dann kein Tablett, um den Tisch zu decken, sondern bringe die Sachen einzeln, solche Sachen eben. Also da solltet ihr darauf achten, dass ihr immer auch zwischendurch versucht, euch ein bisschen mehr zu bewegen, einmal den Gang mehr zu machen, als er vielleicht müsste, um so zumindest so ein bisschen das auszugleichen, wenn ihr jetzt ja entweder im Homeoffice sitzt oder vielleicht ja auch wirklich nicht arbeiten dürft im Moment, wenn ihr im Einzelhandel seid oder sowas und ihr zu Hause sitzt und vielleicht auch antriebslos seid, logisch, weil irgendwann hat man zu Ende geputzt und man hat auch nicht immer Lust dazu. Aber dass man dann versucht, sich mit solchen Kleinigkeiten, die Sachen, die man eh machen muss, dann ein bisschen auszudehnen. Ja, und das bringt dann schon ein bisschen was. Ich habe ja auch so ein Samsung Fitnessarmband, und da überprüfe ich dann auch so ein bisschen, wie viele Schritte habe ich denn schon, und gucke das so ein bisschen einfach, dass ich da einen gewissen Überblick habe. Ja, und dann der wohl wichtigste Punkt neben der Bewegung, beziehungsweise er ist eigentlich noch wichtiger, denn die Ernährung macht einfach den größten Teil aus, wenn man abnehmen möchte oder das Gewicht halten möchte. Ja, und das ist natürlich was, was im Moment besonders schwer fällt. Ne? Dann, gerade wenn man dann nur zu Hause ist, viel zu Hause ist, gar nicht so die Unternehmung macht, dann kommt man immer in Versuchung, irgendwas zu essen. Vielleicht läuft man ein paar Mal öfter zum Kühlschrank oder denkt, ach, alles scheiße gerade und jetzt möchte ich mir was Gutes tun. So, und dann nimmt man den Riegel. Das Problem hat man ja so schon manchmal, wenn man da eh mit zu kämpfen hat, und jetzt in dieser Zeit, in diesem Lockdown natürlich noch mehr. Und auch mir geht das so. Da braucht man gar nicht drum rumzureden. Also wenn ich nicht so diszipliniert in der Hinsicht wäre oder nicht so Angst hätte, wieder irgendwo nach dem Lockdown so auszusehen, wie ich eben mal ausgesehen habe, würde ich vielleicht auch öfter mal sagen, ist gerade wieder alles scheiße. Naja, dann wenigstens eine leckere Praline oder ein Stück Schoki. So, ich mache das aber nicht, sondern ich habe wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, den strukturierten Ablauf. Und wenn ich dann morgens mein Frühstück habe, dann ist das ja irgendwo so sowas wie entweder die Knäckebrote, diese Eiweißknäckebrote, was ich ja auch schon mal im Video gezeigt habe. Eiweißbrot im Moment mag ich ganz gerne. Ich habe da so ein, zwei Sorten, wo ich sage, die schmecken mir ganz gut. Nicht alle, es gibt da auch welche, ich habe schon welche ausprobiert, wo ich gedacht nee, es muss ja auch schmecken. So, oder ich mache dann mal irgendwie Obst mit ein bisschen Joghurt, irgendwie sowas halt. Was Leichtes, und das esse ich dann morgens gegen 9. Und dann esse ich auch wirklich bis zum Mittag in der Regel nichts. Und wenn ich mal wirklich ganz doll Hunger habe, also wirklich Hunger, nicht Appetit, ja, dann esse ich noch einen Apfel und eine Banane zwischendurch. Ne? So, mittags gibt es dann wirklich nur eine Kleinigkeit. Das kann dann auch mal so ein Joghurt mit Obst sein. Oder ich habe auch gerne mal Porridge ausprobiert, also selbst gemacht dann mit Haferflocken und ein paar leckeren Obstsachen dabei. Ein bisschen Zimt auch mal mit Apfel, so jetzt zur Jahreszeit passte das ganz gut. Oder mal ein Vollkorntoast mit einem mageren Käse drauf. Irgendwie sowas halt. Eine Kleinigkeit, was nicht zu viel ist, aber was mich eben zu überm Tag rettet, weil ich ja die Hauptmahlzeit abends mit meinem Mann zusammen einnehme. Ja, und dann kommt eben wirklich so nachmittags meine tägliche Sünde, wie ich das so schön nenne. Ich baue mir bewusst jeden Tag, wirklich jeden Tag Kalorienpolster, sage ich mal, mit ein. Oder ich rechne da was mit ein, damit ich mir was Süßes gönnen kann. Ist mit Sicherheit nicht das Gesündeste, wenn man jeden Tag sich irgendwo einen Schokoriegel und vielleicht noch eine andere kleine Süßigkeit gönnt. Aber im Moment brauche ich das wirklich, und ich merke, das funktioniert ja auch. Denn das ist so ein bisschen sowas, ja, eine Seelentrösterei, man kann es ruhig so nennen. Das ist halt so. Also in normalen Zeiten fiel mir das vielleicht leichter, mal zu sagen, ja gut, nee, heute muss ich das nicht unbedingt. Ach, ich gehe ja eh noch gleich mal in die Stadt oder was. Und da habe ich dann auch nicht immer Kuchen gegessen oder so, sondern einfach, ach, ich bin ja noch bummeln oder ich treffe mich da mit wem. So, aber jetzt, man sitzt halt zu Hause und ich plane es einfach dann ein, damit es dann zumindest nicht auch noch auf die Figur geht. Ja, und da mache ich wirklich so ein kleines Ritual draus. Meistens mache ich das so gegen 3, halb 4, je nachdem, so um den Dreh. Hab dann wirklich einen Kaffee ohne Milch und Zucker, sondern ich nehme dann Erythrit ein bisschen zum Süßen. So, mache mir das dann gemütlich, habe das eingeplant. Zum Beispiel habe ich jetzt so eine ganz tolle Schokolade, die ist auch low carb, die gibt es beim Marktkauf, die habe ich für mich entdeckt, da ist kein extra Zucker zugesetzt, so mit Crispy, die schmeckt mir ganz gut. Da nehme ich mir dann das ist so zwei breite, so Flächen sind das dann wie so eine Rippe halt, aber
bisschen anders aufgebaut. So, und meist dann noch irgendwie was dazu. Vielleicht in diesen High-Protein-Schokopudding oder auch mal ein Kinderriegel. Irgendwas, was nicht zu viel Kalorien hat, was ich aber auch gut portionieren kann. So den Kinderriegel, den breche ich dann mal Stück für Stück ab und lasse das so richtig schön zergehen. Also, dass ich es dann wenigstens nicht so runterschlinge, sondern wirklich genieße und sage, ja, das ist so ja, klingt blöd, aber es ist das Highlight des Tages so ein bisschen, worauf ich mich dann immer so ein bisschen auch freue. Ja, und das plane ich einfach ein und das solltet ihr vielleicht auch tun. Also seid nicht zu streng mit euch, sondern guckt einfach, wie ihr es gut unterbekommt. Ja, und das ist eigentlich so generell dieser Tipp, den ich für euch habe. Versucht diszipliniert zu sein, aber seid auch nicht zu streng. Ne? Und gönnt euch auch mal einen Tag in der Woche, wo ihr 5 Grad sein lasst. Ich habe das meistens am Samstag. Da ist mein, ich nenne ihn liebevoll Fresstag. Andere sagen Cheat Day, was auch immer. Da zähle ich keine Kalorien, da tracke ich die auch nicht in meiner App, nichts, sondern da esse ich jetzt nicht, wer weiß, was für Massen oder so, aber da gucke ich auch mal und ja, abends esse ich da auch mal Chips mit meinem Mann zusammen und was Süßes oder trinken Wein oder Likör. So, aber das klappt trotzdem ganz gut. Dann sind in der Woche vielleicht nur 200, 300 Gramm weg. Ist halt bei meinem Körpergewicht geht ja eh nicht mehr so viel von Woche zu Woche. Aber es hilft mir durch diese Zeit, dass ich eben nicht genau in die andere Richtung gehe und lieber mal 200, 300 Gramm weniger oder vielleicht auch mal eine Runde stagniert, als dass es 200, 300 Gramm jede Woche rauf geht, weil man das gar nicht mehr im Griff hat. Ne? Ja, also das sind so meine Durchhaltetipps für den Lockdown und wir können einfach alle nur hoffen, dass es bald irgendwann wieder so wird, dass wir zumindest mal wieder irgendwelche Sachen machen können, am Wochenende in den Zoo gehen, Stadtbummeln, was auch immer. Ja, und dass man vor allen Dingen bald irgendwann mal wieder das soziale Leben aufnehmen kann und nicht Angst haben muss, Freunde einzuladen oder so, weil es ja alles nicht erlaubt. Ja, also ganz schlimme Zeit, nicht nur fürs Abnehmen sehr hinderlich, sondern auch für vieles anderes. Und ja, manche haben dann ja auch noch die Existenzängste dazu. Das ist ja etwas, wo wir Gott sei Dank nicht von betroffen sind, weil mein Mann systemrelevant arbeitet. Meinen Nebenjob kann ich oder mein Gewerbe kann ich auch weitestgehend noch so ausüben, auch wenn da teilweise natürlich die Auftragslage ein bisschen anders jetzt gelagert ist als davor. Aber es geht alles und von daher haben wir da eine Sorge weniger als vielleicht so manch anderer. Und von daher kann man nur sagen, wir müssen alle versuchen durchzuhalten irgendwie. Und vielleicht helfen diese Tipps ein bisschen weiter, dass man zumindest in Sachen Gewicht nicht auch noch negative Auswirkungen hat. Eine Sache noch, die man sich immer wieder sagen sollte in Sachen Gewicht, beziehungsweise die ich mir im Moment viel sage. Unser Leben ist derzeit so, so fremdbestimmt. Die Regierung schreibt uns vor, wann wir wen wo wie sehen können, schreibt uns vor, was für Freizeitaktivitäten wir machen können oder auch nicht. Selbst wenn man rodeln geht, wird man ja teilweise schon weggeschickt. So, das heißt, es gibt nicht viel, was wir im Moment selber bestimmen können. Aber was wir immer noch bestimmen können, ist, wie unser Gewicht aussieht, beziehungsweise wie wir da rangehen. Das heißt, die Regierung schreibt mir noch nicht vor, wann ich wie was zu essen habe oder was ich jetzt zu essen habe oder ey, ihr müsst jetzt massig Schokolade essen oder so. Nee, das ist immer noch meine freie Entscheidung. Und ich kann vieles der Politik vorwerfen. Ich kann der vorwerfen, dass vielleicht mein Job auf einmal weg ist. Ich kann denen vorwerfen, dass ich psychisch ziemlich am Boden bin, weil ich gewisse Sachen nicht mehr machen kann, die mir sonst immer einen Ausgleich verschafft haben. Alles das kann ich zum Teil eben dort auch ankreiden oder sagen, okay, ihr habt das so bestimmt. Aber nicht, wenn ich jetzt fett werde. Denn niemand zwingt mich zum Essen und niemand verbietet mir zum Beispiel gesundes Essen. So, von daher, das ist auch sowas, was ich psychologisch versuche und was mir viel Kraft gibt, weil ich finde dieses Fremdbestimmtsein ganz, ganz schlimm. Das ist auch das, was mir psychisch am meisten zusetzt. Und von daher ist das für mich zum Beispiel die Eselsbrücke. Vielleicht geht es jemandem genauso. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle gut weiter durchkommt, wir noch weiter unsere Abnehmziele erreichen, die wir uns so alle stecken. Und dann hören wir uns in einem nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich Tschüss.